Stellenausschreibung. Nachdem die Stadt Cottbus vom Land bereits die Zusage für mehr Sozialarbeiter bekommen hat, wurden nun entsprechende Stellen ausgeschrieben. Insgesamt 10 neue Stellen sollen nun vorerst für das Jugendamt geschaffen werden. Dabei handelt es sich um mobile Sozialarbeit an Schulen. Die Stellen sollen schnellstmöglich besetzt werden. Trauerspiel im Staatstheater. Am Mittwochabend wird im Großen Haus Lessings Emilia Galotti aufgeführt. Es handelt von einem jungen Prinzen, der die Hochzeit Emilias mit einem anderen Grafen verhindern will. Dabei tötet er den Grafen und entführt die Titelfigur. Der Prinz hofft, Emilia so für sich zu gewinnen. Für das krimiartige Schauspiel gibt es noch Karten. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Preisträgerkonzert. Im Konservatorium werden am Donnerstag die regionalen Gewinner des Musikwettbewerbs Jugendmusiziert zu sehen sein. Nachdem sie im Regionalwettbewerb noch gegeneinander angetreten sind, machen sie nun also gemeinsame Sache. Auf dem Programm stehen dabei unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy und Benjamin Britten. Los geht es um 18 Uhr.